Hasta luego. Hallo. Ja. Adios. Stell dir vor. Und dann hat Christine gesagt, ich sei nicht belastbar genug für den Job. Wenn wir aufeinander rumhacken müssten, wie die Hühner. Du, kannst du kurz deine Liebtische bedienen? Ich muss dringend mit Karina reden. Na, wenigstens glaubst du nicht, ich sei überfordert. Wenn du mir deinen Job auch noch anvertraust. Bitte. Cocktails mixen kann ich aber nicht. Ist okay. Hallo. Na, wie läuft's? Ja, hat schon mehr Spaß gemacht. Was denn los? Dein Vater setzt mich unter Druck. Er will ständig von mir, dass ich dich über deinen neuen Freund ausquetsche. Dass die sich überall einmischen müssen. Glauben die vielleicht, ich spiele noch im Sandkasten? Das nicht. Hola, hola. Das geben genaue Mädchen. Jetzt möchten sie gerne mehr über deinen neuen Spielplatz erfahren. Wollen wir die Sache nicht einfach stecken? Bist du verrückt? Hast auch selbst gesagt, dass es nur Ärger gibt. Ja klar, jetzt bist du 16. Und, na gut, freuen werden sie sich nicht, aber immerhin ist nicht mehr illegal. Da hast du recht, freuen werden sie sich nicht. Der Altersunterschied existiert nämlich immer noch. Was meinst du, wie mein Vater reagiert? Nee, keine Ahnung. Ich halte es nicht mehr aus. Wart bitte noch ein bisschen. Ich will nicht, dass alles kaputt geht. Ich sag's selbst meinem Vater, okay? Ich warte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Hey. Ich weiß schon, was ich tue, damit ich ihn überzeug. Vertrau mir. Willst du was trinken? Ja, ich habe einen halben Brand. Ich habe ziemlich lange draußen in der Sonne auf dich gewartet. Tut mir leid, aber ich wusste ja nicht, dass du kommst. Das sollte auch kein Vorwurf sein. Eigentlich bin ich nur hier, um dir den Rioja zu bringen. Oh. Ein Geschenk von Ricardo. Das war ein sehr guter Jahrgang. Wie komme ich dazu? Es gibt viele Männer, die ich gerne verwöhne. Danke. Auch für den Wein. Sag Ricardo lieben Dank von mir. Mach ich. Ich muss auch gleich wieder los in die Werkstatt. Hast du noch Zeit für ein Glas Wein? Ich habe zufällig gerade einen besonders guten hier. Ja, kann ich nicht nein sagen. Du siehst wunderschön aus in dem Kleid. Wo warst du denn? Ich bin kurz oben, Gläser holen. Ich bin gleich zurück. Hey! Sei mal ehrlich! Ich mach das doch bestimmt schon voll gut, oder? Echt Müll, dass ich es dir nicht richtig beibringen kann, aber weißt du, Trockenübungen sind einfach nichts für Surfers. Ja. Wäre Stefanie mal nicht über dein Brett geheizt? Dann könnten wir uns jetzt in die Wellen stürzen. Ja. Weißt du, sie ist zwar meine Cousine, aber manchmal auch einfach nur eine nervige Torte. Ich hab selten so eine Zicke erlebt. Und, was hast du jetzt vor? Ich lass mich erstmal von den Wellen des Lebens tragen und mit ein bisschen Glück tragen die mich zu meinem Cousin. Der wohnt hier irgendwo auf der Insel, bei dem kann ich bestimmt erstmal unterkommen. Such mir einen Job, scheff mir ein bisschen Kohle. Und dann geht's ab nach Hawaii zu den geilsten Wellen der Welt. Ja, Mann. Hi. Na, hast du den Aufsatz schon fertig? Mach dir bloß nicht ins Hemd, den kriegst du schon noch. Ich hab im Moment echt andere Sorgen. Ben, und das hier ist meine kleine, nervige Schwester Karina. Hi, ich bin Ben. Hi. Ich sitz echt voll in der Tinte. Leist du mir mal kurz dein Ohr? Was haben wir beide denn noch kurz zu besprechen? 2 Minuten. Und? Die Zeit läuft. Das siehst du also aus, hä? Nee, du, ich jogge noch ein paar Runden um die Finca mit dem Gepäck. Ist es wegen mir? Was denn? Na, dass du hier die Fliege machst. Du siehst doch nur aus, weil es mit mir unter einem Dach nicht mehr aushältst. Habe ich recht? Thomas, wenn's das ist, zieh ich aus. Dann kannst du bleiben. Weißt du was? Du bist ein echter Gönner. Kümmerst dich um meine Freundin, wenn ich keine Zeit habe, und überlässt mir die Finca. Womit habe ich so einen Freund wie dich eigentlich nur verdient? Sei nicht so zynisch.
Ich meine das ernst. Ja, ich auch. Wer dich zum Freund hat, braucht keine Feinde. Und wenn du meinst, dass ich wegen dir ausziehe, dann bist du auf dem falschen Dampfer. So wichtig bist du nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Papa schnüffelt rum wie einer von der CIA. Naja, es handelt sich auch um staatstragende Geheimnisse. Jedenfalls zu dir beiden so, ich meine, Jan und du. Das geht dich gar nichts an. Außerdem haben wir unsere Gründe. Mich geht es eigentlich auch nichts an, aber ich hätte da vielleicht eine Idee. Willst du was trinken? Eine Cola. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt, heißt es doch so schön. Und was schlägst du vor? Lock deinen Vater einfach auf eine falsche Fährte. Dann ist er erstmal beruhigt und frischt im Trüben. Wie soll ich denn das anstellen? Ganz einfach. Du präsentierst deinem Vater einfach einen für ihn akzeptablen Freund. Und schon ist er beruhigt. Gar nicht doof.